Harry F. Powers wurde am 17. November 1893 in den Niederlanden als Harm Drent geboren. 1910 wanderte er in die USA aus und lebte in Iowa. Im Folgejahr kam seine Familie nach. 1926 zog er nach West Virginia. Er antwortete auf die Kontaktanzeige einer Frau, die sowohl eine Farm als auch ein Lebensmittelgeschäft besaß. Sie heirateten im Folgejahr. Powers schaltete nun selbst Kontaktanzeigen trotz seiner Ehefrau. Er baute eine Garage mitsamt Keller. Unter dem Pseudonym Cornelius Orvin Pearson schrieb er Briefe an Estra Eicher, eine Witwe mit drei Kindern. Sie trafen sich. Bald erschien ein Brief im Haus. Pearson würde die Kinder abholen. Mithilfe der Kinder versuchte er, das Familienkonto zu leeren. Erfolglos. Nachbarn erzählte er, sie seien auf einer Reise nach Europa aufgebrochen. Bald umwarb er eine weitere Frau, Dorothy Lemke, und ließ sich Geld geben. Sie verschwand kurz darauf spurlos. Im August 1931 begann die Polizei zu ermitteln und Powers wurde im Haus seiner Frau festgenommen. Unter seiner Garage fand man vier Räume, darin blutige Kleidung, Haare, ein blutiger Fußabdruck eines Kindes sowie ein verbranntes Sparbuch. Ein 15-jähriger Junge teilte den Ermittlern mit, dass er Powers kürzlich geholfen habe, eine Grube auszuheben. In der Grube fanden sich die Leichen Estra Eichers, ihrer Kinder sowie die der spurlos verschwundenen Dorothy Lemke. In Powers Auto fand man zusätzlich zahlreiche Liebesbriefe. Es wird angenommen, dass er weitere Morde begehen wollte, um Geld zu rauben. Nach Powers Festnahme erlitt er einige blaue Flecken und zwei blaue Augen, angeblich aufgrund eines Sturzes. Am 20. September 1931 mussten Polizeikräfte einen Lynchmob auflösen, der Powers aus dem Gefängnis zerren wollte. Am 12. Dezember 1931 wurde das Urteil bekannt gegeben. Tod durch den Strang. Am 18. März 1932 wurde Harry Powers gehängt.